Herzlich willkommen bei der heutigen Übung zunächst, danach Vorlesung. Mein Kollege ist ja am Montag nicht ganz fertig geworden. Das heißt, Sie sehen es hier schon, wir müssen uns nochmal zwei Themen der ersten Übung anschauen und danach würde ich dann direkt übergehen zur Vorlesung, wo wir dann mit den Schaltnetzen beginnen heute. Okay. Dann steigen wir direkt mal ein. Mein Kollege, also zunächst mal muss ich Professor Hanebeck entschuldigen, der ist gerade in Südkorea auf einer Konferenz und Professor Asfo ist ebenfalls in Südkorea. Das bedeutet, heute werde ich bin Doktorand am Lehrstuhl von Professor Asfo, ihn hier entsprechend vertreten. Und wir haben uns ja am Montag schon mit der Arithmetik von Gleitkommazahlen beschäftigt. Da werden wir jetzt uns noch mal eine kleine Aufgabe anschauen. Und zwar sind hier zwei Gleitkommazahlen gegeben. Und diese Gleitkommazahlen, Sie sehen es schon, die haben also die Charakteristik 1, was bedeutet, dass hier diese denormalisierte Darstellung von Gleitkommazahlen benutzt wird. Und die Gleitkommazahlen unterscheiden sich nur in der letzten Stelle der Mantisse. Und die Aufgabe ist, wir sollen diesen Term hier ausrechnen, also den Kehrwert von x minus y. So, jetzt können wir uns mal überlegen, wie können wir das machen? Da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir das machen könnten vielleicht. Was ist hiermit zum Beispiel? Wir können das direkt ausrechnen, das heißt wir rechnen x minus y und dann teilen wir 1 durch den Zwischenwert der vorherigen Berechnung. Was halten Sie davon? Ist das eine gute Idee? Sie nicken da hinten. Nee, ist vielleicht keine so eine gute Idee, denn wir haben hier zum einen haben wir numerische Probleme. Wenn wir x und y subtrahieren, dann sind wir fertig. Okay, tschüss. Dann kriegen wir eine Zahl raus, die fast 0 ist. Und in dem Fall wird hier 0 herauskommen. Das heißt, wir teilen effektiv durch 0. Und jetzt ein zweiter Vorschlag. Wir prüfen zunächst, ist x ungleich y? Und dann berechnen wir diesen Term. Und was ich Ihnen heute zeigen möchte in dieser Aufgabe ist, dass wir dann letztendlich das gleiche Problem haben. Das heißt, wir können Berechnungen, die wir uns mit Int oder mit Ganzzahlen komplett valide so implementieren könnten, die können wir mit Gleitkommazahlen nicht einfach genauso implementieren. Wenn Sie das Ganze hier mit Ints machen würden, würde das ja funktionieren. Also Sie haben die Division durch 0 effektiv ausgeschlossen, dadurch, dass Sie eben prüfen, ob die Zahlen ungleich sind. Wenn die Zahlen ungleich sind, ist die Differenz auf jeden Fall ungleich 0. Das heißt, Sie können die Division durchführen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert, wenn wir das Ganze ausrechnen würden. Nach dieser zweiten Berechnungsvorschrift. Das heißt, zunächst berechnen wir einfach mal x minus y. Und die Zahlen, Sie erinnern sich, ich kann auch nochmal zurückgehen, ich hoffe, dass das mit den Annotationen klappt. Die Zahlen haben die gleiche Charakteristik, das heißt, wir müssen bei der Charakteristik hier nichts berücksichtigen, die Charakteristik bleibt unverändert, wir müssen nur mit den Mantissen rechnen. Und wenn wir das jetzt machen, also die Charakteristik von x ist gleich der Charakteristik von y ist gleich 1, das bedeutet, der Exponent ist 1 minus 127, ist minus 126 und wir haben die denormalisierte Darstellung. Und wenn wir jetzt mit den Mantissen berechnen oder uns die Mantissen mal anschauen, dann haben wir, wenn wir das Ganze berechnen, hier also zunächst die Zahl x,
Da hatten wir ja hinten noch die kleine 1 ganz am Ende der Mantisse. Und hier natürlich den Exponent. Also wir haben gesagt, der kleinstmögliche Exponent. Und hiervon ziehen wir die Zahl y ab. Und die Zahl y, die hat diese 2 hoch minus 23 nicht, weil da die Mantisse komplett aus 0 bestand. Und wenn wir das ausrechnen, dann erhalten wir 2 hoch minus 149 und das entspricht der kleinsten denormalisierten Zahl. So, und jetzt sehen Sie vielleicht schon, was das Problem ist. Jetzt muss ich hier klicken. So. Jetzt habe ich in die Annotation reingeschrieben, das werde ich später vielleicht ein bisschen verschieben. Sie sehen schon, was das Problem ist. Unsere Zahl, die wir im Nenner haben, also z entspricht x minus y, ist kleiner als minReal. Das heißt, was bedeutet das für die Darstellung der Zahl? Wir können diese Zahl nicht normalisiert darstellen. Nicht als normalisierte ich kürze mal ein bisschen ab hier, Gleitkommazahl darstellbar. Und das bedeutet, wenn wir das normalisiert darstellen würden, dann müssten wir entweder zu 0 abrunden. Das wäre also, 0 ist die nächstgelegene normalisierte Zahl, die wir kennen. Beziehungsweise 0 ist auch keine normalisierte Zahl, aber 0 ist eben auch letztendlich ein Sonderfall in der Gleitkomma-Darstellung. Oder wir müssten entsprechend den Zähler des Bruchs, also die 1, auch denormalisiert darstellen, um das Ganze ausrechnen zu können, damit wir eben 1 durch z teilen können. 1, also machen wir mal hier, das ist Punkt 1, das ist Punkt 2, 1 ist nicht denormalisiert darstellbar. Und das heißt, das Ergebnis von 1 durch z wäre not a number. Wir können das nicht ausrechnen an dieser Stelle. Und jetzt können wir uns noch anschauen, ich hoffe, hier ist noch eine leere Folie jetzt. Ja, passt. Jetzt können wir uns noch anschauen, was passiert, wenn wir das Ganze trotzdem einfach mal ausrechnen. Also wir rechnen das jetzt ohne Berücksichtigung der Gleitkomma-Arithmetik einfach aus mit unserer normalen Arithmetik, die wir verwenden. Und dann schauen wir, was kommt da raus? Können wir das als Gleitkommazahl, könnten wir das repräsentieren? Also könnten wir das, wenn wir mit einer modifizierten Gleitkomma-Arithmetik vielleicht ausrechnen? Und das ist, wir rechnen weiter mit v gleich 1,0 mal 2 hoch 0, Berechnung von v durch z. Und dann haben wir hier die Mantisse von v geteilt durch die Mantisse von z mal 2 hoch den Exponent von v
minus den Exponent von z. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann haben wir hier die Mantisse 1 und hier haben wir die Mantisse 2 hoch minus 23 und mal 2 hoch 0 plus, also minus, minus und minus gibt plus, also plus 126. Denn der Exponent von z, der war ja minus 126. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommen wir raus auf 2 hoch 32 mal 2 hoch 126. Und das ist 2 hoch 149. Und Sie sehen schon, was das Problem hier ist. Der größtmögliche Exponent oder die größtmögliche Charakteristik einer Gleitkommazahl bei uns, die ist 255 und eigentlich 254, denn 255 ist ja wieder ein Spezialfall, das kennen Sie. Und mit 254 erhalten wir den Exponent 127. Wir brauchen aber hier, um dieses Ergebnis darstellen zu können, würden wir den Exponenten 149 brauchen. Das heißt, diese Zahl, ist außerhalb des Gleitkomma-Wertebereichs. Schreiben wir in Klammern, maximaler Exponent ist 127 und das heißt, das Ergebnis der Berechnung wäre, so, was wäre das? Was ist das Ergebnis dieser, also was passiert in unserer FPU im Prozessor, wenn wir bei einer Berechnung ein Ergebnis erreichen, was größer ist als die größtmögliche darstellbare Zahl außerhalb des Wertebereichs? Was passiert dann? Ja? Genau. Das heißt, es gibt im Gleitkomma-Format, also Ihr Kommilitone hat unendlich gesagt, ich schreibe mal hier noch Infinity oder Overflow. Es gibt im Gleitkomma-Format spezielle Darstellungsformen für besondere Zahlen. Diese besonderen Zahlen, das ist zum einen ist es natürlich die denormalisierten Zahlen, die Null, das wissen Sie. Es gibt auch Darstellungsformen für Not a Number und es gibt eben auch die Darstellung von Plus und Minus unendlich. Wir können es also noch präzisieren, wir können hier noch ein Plus hinschreiben. Das ist also Plus unendlich und diese Zahl sagt Ihnen dann letztendlich hinterher, dass Sie bei der Berechnung außerhalb des Wertebereichs gelaufen sind und dann muss sich Ihr Programm eben überlegen, was Sie damit anfangen. So, dann haben wir hier auf der Folie nochmal schön übersichtlich zusammengefasst, was die Probleme bei Anwendung der Gleitkomma-Arithmetik sind. Zum einen haben wir Auslöschungseffekte. Da haben Sie schon das Beispiel gesehen. Sie erinnern sich vielleicht an die Zahl Small Real, also die einzige Zahl, mit der Sie eine Operation durchführen können, bei der sich das, die kleinste Zahl, bei der sich das Ergebnis noch verändert dadurch. Das heißt, Sie haben immer die Möglichkeit, Operationen durchzuführen, die in einem arithmetischen Sinne eigentlich ein Ergebnis liefern müssten, aber aufgrund von Rundungsfehlern dann ein anderes Ergebnis liefern. Absorptionseffekte, da haben Sie auch den Effekt, wenn Sie zum Beispiel die Zahl 1000 nehmen und Sie addieren eine sehr kleine Zahl darauf, dann kann es eben passieren, dass das Ergebnis nicht anders darstellbar ist als mit der 1000. Das heißt, obwohl Sie was drauf addieren, was echt größer 0 ist, verändert sich Ihre Zahl nicht. Das ist ein Problem, wenn Sie zum Beispiel sehr kleine Zahlen versuchen zu akkumulieren, also Sie haben eine sehr lange Folge von kleinen Zahlen und Sie möchten die Summe davon berechnen, dann haben Sie unter Umständen, wenn Ihre Zwischensumme groß genug geworden ist, genau dieses Problem. Das heißt, dann müssen Sie sich eine schlaue Berechnungsstrategie überlegen, dass Sie zunächst mal vielleicht das Ganze baumartig addieren und zunächst verschiedene Einzelterme aufaddieren und dann die Zwischenergebnisse wiederum aufaddieren, statt eben einfach von links nach rechts alles zu addieren. Und hier haben wir noch den Unterlauf und der Unterlauf können Sie sich, denke ich, auch vorstellen. Und auch ganz wichtig,
durch das, was wir gerade schon erwähnt haben, gilt das Distributiv- und das Assoziativgesetz nicht. Das ist auch eine Sache, die zum Beispiel auch der Compiler berücksichtigen muss, wenn er Programme optimiert. Sie können eben nicht einfach davon ausgehen, dass hier das Distributivgesetz gilt, wenn Sie irgendwas ausrechnen und dann Ihre Terme entsprechend umbauen. Und wenn Sie sich mal anschauen, Compiler wie GCC, die haben dann spezielle Schalter, wie zum Beispiel F-Unsafe-Math nennt sich das bei GCC, wo Sie eben dem Compiler explizit erlauben dürfen, dass er davon ausgeht, dass das Assoziativgesetz zum Beispiel doch gilt. Okay. Dann das zweite Thema der Übung oder der Fortsetzung der Übung, da geht es um Hamming-Codes. Hamming-Codes wurden ja am Montag auch schon angesprochen. Ich möchte Ihnen hier einfach nochmal zwei Beispiele zeigen letztendlich. Und zunächst nochmal, was können wir mit dem Hamming-Code machen? Also wie ist die Vorgehensweise, wenn wir mit dem Hamming-Code ein Hamming-Codewort erhalten und wir möchten dieses Hamming-Codewort dekodieren? Wie müssen wir dann vorgehen? Zunächst schauen wir uns das Paritätsbit an. Dann gibt es zwei mögliche Fälle. Das Paritätsbit ist gerade oder es ist ungerade. Wenn das Paritätsbit ungerade ist, dann bedeutet das, wir haben eine ungerade Anzahl an Bitfehlern in unserem Datenwort. Wenn wir das wissen, dann müssen wir die Prüfbits anschauen. Das heißt, jetzt schauen wir uns die Prüfbits des Hamming-Codeworts an. Und auch hier gibt es wieder zwei mögliche Fälle. Die Prüfbits sind alle 0. Das heißt, hier unser K, also das Wort, was aus den Prüfbits besteht, ist auch 0. Das bedeutet letztendlich dann, alle Prüfbits und alle Datenbits passen zusammen. Das heißt, das Hamming-Codewort an sich ist integer, was dann natürlich bedeutet, wenn wir schon wissen, es gibt einen Bitfehler, dann muss der im Paritätsbit liegen. Die andere Möglichkeit ist, also Daten, okay, das heißt, wir können jetzt die Datenbits nehmen und das Datenwort ausgeben und sind fertig. Die andere Möglichkeit ist, K ist ungleich 0, das heißt, mindestens eins unserer Prüfbits ist ungleich 0. Und dann, das haben Sie am Montag schon gelernt, dann geben die Prüfbits, also dieses K, gibt dann die Position des Fehlers an. Das heißt, jetzt können wir das korrigieren und da gibt es natürlich streng genommen dann auch nochmal zwei Möglichkeiten. Also entweder unser K ist eine Zweierpotenz, dann haben wir einen Bitfehler in einem Prüfbit, oder unser K ist eben keine Zweierpotenz, dann ist tatsächlich ein Datenbit falsch und wir müssen das Datenbit entsprechend korrigieren. Streng genommen gibt es hier natürlich auch noch die Möglichkeit, hier steht jetzt ein Bitfehler, streng genommen könnte natürlich auch ein 3-Bit-Fehler auftreten. Das haben Sie aber keine Möglichkeit mehr. Also auch mit Hamming-Codewort und Paritätsbit haben Sie keine Möglichkeit mehr, den 3-Bit-Fehler überhaupt zu erkennen. Das heißt, Sie können den 3-Bit-Fehler nicht von einem 1-Bit-Fehler unterscheiden letztendlich. Jetzt zu dem Fall, dass das Paritätsbit gerade ist, dann liegt eine gerade Anzahl an Fehlern vor. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder unsere Prüfbits passen zu den Datenbits, das heißt K ist 0, dann haben wir überhaupt keinen Bitfehler bei der Übertragung, oder unser Prüfbits passen nicht, dann wissen wir, es muss ein 2-Bit-Fehler sein, oder natürlich theoretisch auch zum Beispiel ein 4-Bit-Fehler. Und wenn wir diesen 2-Bit-Fehler haben bei dem Hamming-Code, dann können wir zwar den Fehler erkennen, aber wir können ihn nicht mehr korrigieren. Was Sie dann damit machen, hängt von dem Anwendungskontext ab. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Netzwerkübertragung betrachten von einem Netzwerkpaket und Sie stellen fest, dass die Prüfsumme nicht korrekt ist und Sie können den Fehler auch nicht korrigieren, dann können Sie letztendlich nichts anderes machen, als das Netzwerkpaket eben zu verwerfen und gegebenenfalls den Sender aufzufordern, dass das Paket nochmal neu geschickt wird. So, das ist nochmal eine Zusammenfassung. Ich glaube, da muss ich nicht durchgehen. Das wissen Sie schon vom Montag. Die wurde ja auch am Montag, glaube ich, schon gezeigt, die Folie. Jetzt ein Beispiel. Also ich habe, wie gesagt, zwei Aufgaben. Wurde das am Montag oder haben Sie das am Montag schon verstanden? Fragen Sie es mal so. Also wer möchte nochmal ausführlich sehen, wie man diese Hamming-Codes berechnet? Okay, es melden sich einige. Dann erkläre ich es nochmal. Wir haben hier oben ein Datenwort. Dieses Datenwort besteht aus 8 Bits. Und was wir machen wollen, ist das Codewort bilden. Das heißt, nehmen Sie an, Sie haben dieses Datenwort und Sie möchten dieses Datenwort jetzt über das Netzwerk verschicken. Das heißt, Sie müssen die Prüfbits hinzufügen. Die erste Frage, die wir uns hier natürlich stellen müssen, ist, wie viele Prüfbits brauchen wir? Da gibt es die Formel, die wurde auch in der Vorlesung gezeigt. Bei 8 Datenbits brauchen wir 4 Prüfbits. Die Prüfbits stehen immer an den Zweierpotenzen. So, da habe ich auch eine schöne Grafik, die Ihnen das zeigt.
Hier sehen Sie die Zweierpotenzen, also hier die Einerstelle, die Zweierstelle, die Viererstelle und die Achterstellen. Hier stehen jetzt diese Striche, da kommen dann unsere Prüfbits gleich hin. Und man sieht das Ganze hier oben nochmal dargestellt. Also hier, wenn wir entsprechend, hier ist das achte Datenbit, das heißt, hier ist unser Datenwort zu Ende. Wenn wir jetzt noch mehr Bits hätten, würde es entsprechend so weitergehen. An der 16. Position käme quasi dann das nächste Prüfbit. Und Sie merken schon, je länger Ihr Datenwort wird, desto weniger Prüfbits brauchen Sie im Verhältnis zu den Datenbits. Das ist also zum einen natürlich eine wünschenswerte Eigenschaft, weil Ihre Codierung dadurch effizienter wird. Zum anderen haben Sie aber natürlich bei längeren Codewörtern auch ein höheres Risiko, dass Bitfehler auftreten. Das heißt, die Chance, dass eben ein Bitfehler auftritt, ein 2-Bit-Fehler zum Beispiel, den Sie dann gar nicht mehr korrigieren können, die steigt natürlich auch, wenn Sie Ihr Datenwort immer länger machen. Und hier ist das nochmal dargestellt, das sind die Bezeichnungen, also M sind unsere Datenbits und K, also M zum Beispiel wie Message und K eben wie Korrektur. Jetzt müssen wir diese Prüfbits berechnen und da gibt es hier neben die Tabelle nochmal als Hilfe. Jedes Prüfbit prüft genau die Stellen, in denen das entsprechende Bit in der Binärzahldarstellung gesetzt ist. Das heißt, Sie sehen es hier rechts rot, das hier wäre K1, das heißt, unser K1 prüft letztendlich alle ungeraden Stellen, also die 3, die 5, die 7, die 9, die 11 und so weiter. Und unser zweites Korrekturbit prüft alle Stellen, in denen die Zweierstelle gesetzt ist. Das heißt, hier K2 prüft M1 und prüft M3 und M4 und prüft M6 und M7 und so weiter und so fort. Hier ist jetzt eben Schluss mit M7. Und so können Sie diese Gleichung für die Prüfbits, für alle Prüfbits aufstellen. Und dann müssen wir das einfach nur ausrechnen. Dieser Operator hier, den Sie hier sehen, ich denke, das hat mein Kollege am Montag schon erklärt, aber vielleicht nochmal kurz als Wiederholung, also dieses Plus im Kreis, das ist ein XOR, das ist eine Antivalenz. Und wenn Ihnen das jetzt noch gar nichts sagt, dann warten Sie einfach noch vielleicht zwei Vorlesungen oder vielleicht eine Vorlesung und dann werden Sie die Antivalenz auch in der Vorlesung formal definiert bekommen. Was Sie letztendlich nur machen müssen hier, ist schauen, ob Sie eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Einsen haben. Und hier haben wir eine gerade Anzahl an Einsen, das heißt, es kommt die Null raus. Also dieser Operator, der ist auch assoziativ. Das heißt, die Reihenfolge, in der Sie hier die Bits auswerten, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, wie oft die 1 eben vorkommt. Und das Gleiche machen wir jetzt für alle Prüfbits. Und jetzt müssen wir nur noch das Endergebnis hinschreiben. Das heißt, wir schreiben unser Codewort hin mit den eingesetzten Prüfbits. Und dann sind wir fertig. So. Zweite Aufgabe. Wir haben zwei Codeworte gegeben. Und auch wieder also das gleiche Format wie eben. Wir haben 8 Datenbits und 4 Prüfbits. Und jetzt sollen wir ausrechnen, ob diese Datenwörter korrekt übertragen wurden. Das heißt, wir sollen testen, ob hier ein 1-Bit-Fehler vorliegt oder nicht. Sie sehen, wir können hier nur 1-Bit-Fehler erkennen. Es gibt hier kein Paritätsbit. Es sind also hier 8 Datenbits und 4 Prüfbits. Und wir machen das genau analog zu eben. Also hier wieder die Tabelle, das ist alles identisch. Und jetzt berechnen wir die Ergebnisse der Verknüpfung der Korrekturbits mit den entsprechenden korrespondierenden Datenbits. Das heißt, jetzt haben wir hier in dem ersten Term K1 mit drin und das rechnen wir aus. Das machen wir genau analog, also wie gesagt, die Tabelle hier rechts, die ist jetzt hier nicht mehr da, aber wenn Sie das hinterher nochmal anschauen, können Sie einfach zwei Folien zurückgehen, dann sehen Sie die Tabelle, dann sehen Sie, welches Prüfbit mit welchen Datenbits korrespondiert und das berechnen wir jetzt für alle Prüfbits, für alle 4. Jetzt kommt hier viermal die Null raus und viermal die Null bedeutet, unser Codewort ist fehlerfrei. Das heißt, es liegt hier kein 1-Bit-Fehler vor. Andere Aussagen können wir nicht treffen. Wir können nicht sagen, es wurde komplett fehlerfrei übertragen, denn es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass wir einen Fehler haben in einem Datenbit und in dem dazugehörigen Prüfbit. Das heißt, die beiden Fehler heben sich genau auf. Dann kommt hier auch die Null raus, obwohl natürlich ein 2-Bit-Fehler vorliegt. Aber unter der Annahme, dass nur 1-Bit-Fehler vorliegen können, können wir sagen, dass das hier korrekt übertragen wurde.
Und das Datenwort erhalten wir jetzt, indem wir es einfach die Datenbits eben hinschreiben und die Prüfbits weglassen. Da ist, denke ich, kein Geheimnis dabei. Vielleicht sollte ich das aber nochmal dazu schreiben, dass hier 2-Bit-Fehler können nicht erkannt werden. Vielleicht schreibe ich das einfach hier drauf. Also das ist natürlich wichtig, dass Sie nicht einfach davon ausgehen, dass Sie hier jetzt alle Arten von Fehlern erkennen können oder vielleicht sogar behandeln können. Denn allein aus informationstheoretischer Sicht übertragen Sie ja mit dieser Information, dass Sie wissen, dass ein Fehler aufgetreten ist, zusätzliche Informationen oder Sie erhalten zusätzliche Informationen. Und Sie können natürlich nicht davon ausgehen, dass letztendlich alle Bits irgendwie kippen können und alle Bits sind irgendwie mehr oder weniger zufällig und Sie können trotzdem noch das ursprüngliche Datenwort rekonstruieren. So. Zweite Teilaufgabe, genau das gleiche Spielchen wieder. Wir haben hier ein Codewort, wir berechnen die Prüfbits genau analog. Und jetzt haben wir hier den Fall, dass wir in unserem K, also in der Zahl, die wir hier erhalten, wenn wir die Prüfbits einfach als Zahl interpretieren, das heißt, das ist hier das höchstwertige Bit und das ist das niedrigstwertige Bit, dann haben wir 1100, das entspricht dezimal dem Wert 12. Und das sagt uns, dass an der 12. Position in unserem Codewort ein Übertragungsfehler vorliegt. Jetzt müssen wir also schauen, was ist die 12. Position? Die 12. Position ist M8, ist also eins unserer Datenbits. Und wenn wir jetzt das Codewort hier rausschreiben, das Datenwort rausschreiben, dann müssen wir das natürlich berücksichtigen. Das heißt, das wird geflippt, dann haben wir hier 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja. Also wir haben lauter Nullen. Das heißt, unser Datenwort hier besteht eigentlich nur aus Nullen, aber durch einen Übertragungsfehler wurde eine der Nullen zu einer 1 und das haben wir jetzt entsprechend erkannt und korrigiert. Und dann möchte ich Sie abschließend noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben also bei uns auf der TI-Homepage auch ein Applet, wo Sie sich die Berechnung des Hamming-Codes nochmal veranschaulichen können. Das erfordert allerdings Java, das ist heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber wenn Sie noch einen Rechner haben, wo Sie eben das Java-Plugin im Browser installiert haben, dann schauen Sie sich das nochmal an und wenn Sie da irgendwelche Vorschläge oder Fehler finden, dann geben Sie uns natürlich bitte auch Feedback. So, wir fangen jetzt mit einer ganz neuen Sache an. Jetzt fangen wir mit dem an, weswegen Sie wahrscheinlich hier in die Vorlesung gekommen sind. Na gut, wahrscheinlich sind Sie gekommen, weil Sie müssen, weil es eine Pflichtvorlesung ist. Aber jetzt fangen wir mit dem an, was vielleicht auch rein äußerlich einfach mehr mit Digitaltechnik zu tun hat, nämlich mit Schaltnetzen. Und das ist Kapitel 3 in unserer Vorlesung. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, mit diesen Zahlensystemen zum Beispiel, das werden wir immer wieder brauchen, das wird immer mal wieder kommen. Aber jetzt befassen wir uns wirklich mit digitalen Schaltungen. Und bevor wir das machen können, müssen wir natürlich ein paar Grundlagen diskutieren. Also hier wird es vor allem um die Boolesche Algebra und als Spezialform eben um die Schaltalgebra gehen. Und mit dieser Grundlage können wir dann Schaltnetze formal analysieren und auch zum anderen, wenn wir eine Funktion haben, die wir realisieren möchten, ein Schaltnetz synthetisieren, was eben genau diese Funktion dann realisiert. Zunächst eine kleine Abgrenzung. Was ist ein Schaltnetz? Beim Schaltnetz handelt es sich um eine logische Schaltung, die sich nur als Kombination von kombinatorischen Gattern oder Gliedern zusammensetzt. Das heißt, wir haben hier keinen Zustand, es gibt keinen Speicher. Wenn Sie also einen PC oder einen Zustandsautomaten realisieren wollen, dann ist es letztendlich ein Schaltwerk. Und dieses Schaltwerk enthält intern auch Schaltnetze. Und bevor wir uns mit den Schaltwerken beschäftigen können, also mit der Analyse und dem Aufbau von Schaltwerken, müssen wir uns daher zunächst mit den Schaltnetzen beschäftigen. Ein Beispiel für ein Schaltnetz wäre zum Beispiel eine Addierschaltung.
Das heißt, Sie haben irgendeine Schaltung, das ist für Sie eine Blackbox. Sie haben eine Anzahl an Eingängen und Sie haben eine Anzahl an Ausgängen. Und an den Eingängen legen Sie in dem Fall bei der Addierschaltung zwei Zahlen an in Binärdarstellung. Und dann warten Sie kurz, bis sich die Signale entsprechend propagiert haben durch die Gatter des Schaltnetzes. Und dann können Sie am Ausgang das Ergebnis der Addition ablesen. Das wäre eben eine logische Funktion, zugegebenermaßen schon eine relativ komplexe. Wir werden jetzt erstmal mit etwas einfacheren Beispielen vielleicht anfangen. Oder hier noch ein Beispiel, die Lichtauswarnung im Kraftfahrzeug. Sie haben also verschiedene Eingänge, Sie haben einen Motorsensor oder einen Motor, eine Leitung zum Motorsteuergerät, Sie haben einen Türsensor, Sie haben einen Lichtsensor und dann sagen Sie, wenn der Motor aus ist, die Tür ist auf und das Licht ist an, das heißt, Sie haben das Auto einfach mit offener Tür stehen gelassen oder mit angeschaltetem Licht, das Licht ist an, Sie machen die Tür auf, um das Fahrzeug zu verlassen, dann soll ein Alarm stattfinden. Und wie passt das Ganze in unserem Konzept eines digitalen Signalverarbeitungssystems? Wir haben also hier oben einen technischen Prozess. Dieser technische Prozess, der ist analog und diesen technischen Prozess wollen wir mit unserer digitalen Signalverarbeitung beeinflussen. Und Sie sehen, hier ist dieser Block für die digitale Signalverarbeitung. Und jetzt können wir uns mal überlegen, welche Komponenten brauchen wir, um zum einen aus dem analogen Bereich zu wechseln in die digitale Domäne, dann irgendetwas mit den Daten zu machen und am Ende wieder Rückwirkungen auf unseren analogen Prozess zu haben. Und nun ja, zunächst müssen wir den Zustand unseres technischen Prozesses messen, also ein Sensor, und wir müssen das Eingangssignal verstärken. Das heißt, nehmen Sie als Beispiel zum Beispiel ein Auto, das Auto hat ein Tempomat, da müssen Sie die Geschwindigkeit des Autos messen, indem Sie zum Beispiel irgendwelche Sensoren am Reifen haben. Sie müssen das analoge Signal müssen Sie verstärken und jetzt müssen wir dieses analoge Signal, also dieser Pfeil ist noch analog, das müssen wir digitalisieren. Und um das zu digitalisieren, sind letztendlich zwei Schritte notwendig. Zunächst müssen wir das Signal in einer zeitlichen Ebene diskretisieren. Das erreichen wir dadurch, dass wir das Signal mit einer festen Frequenz abtasten. Und dazu brauchen wir dieses Abtasthalteglied. Das heißt, das Abtasthalteglied nimmt in festgelegten Zeitschritten einen Wert des analogen Signals und hält dann diesen analogen Wert für die restliche Zeitdauer dieses Zeitschlitzes fest. Das werden wir auch gleich noch etwas detaillierter sehen. Im nächsten Schritt kommt dann ein AD-Wandler. Das heißt, bei diesem AD-Wandler schauen wir uns den analogen Wert an, der am Eingang anliegt, und bestimmen dafür eine digitale Repräsentation. Üblicherweise sieht es dann so aus, dass Sie eben einen Wertebereich gegeben haben und diesen Wertebereich, den mappen Sie eben auf den Wertebereich von der kleinstmöglichen bis zur größtmöglichen digitalen oder binären Zahl für eine gewisse Anzahl an Stellen eben, die Sie mit Ihrer Zahl darstellen wollen. Hier kommt der DSP, das heißt, hier findet die digitale Signalverarbeitung statt. Also hier könnten Sie zum Beispiel einen digitalen Regler haben, der irgendetwas mit dem Signal macht und entsprechend einen Ausgangswert, einen digitalen Ausgangswert generiert. Und dieser digitale Ausgangswert, der wird dann mit einem DA-Wandler wieder übersetzt auf ein analoges Signal, also letztendlich zum Beispiel ein Spannungspegel. Und das Ganze können Sie dann über einen Verstärker und über einen Aktor eben wieder verwenden, um Ihren technischen Prozess zu beeinflussen. So, ich denke, dieses Schaltbild hier oder dieser Aufbaudiagramm sollte soweit ganz logisch sein eigentlich. Jetzt schauen wir uns im Detail noch die einzelnen Schritte an, die hier stattfinden müssen. Und hier nochmal ein paar Anmerkungen, die können Sie auch nochmal in Ruhe lesen. Das meiste habe ich ja schon gesagt. Unser Verstärker, der benötigt einen Anti-Alias-Filter. Diesen Anti-Alias-Filter, den benötigen wir, das ist letztendlich ein Tiefpass, den benötigen wir, um hochfrequente Anteile des Signals herauszufiltern, was sonst zu Alias-Effekten führen würde, wenn wir das Signal abtasten. Wir tasten eben dann letztendlich, wenn wir an den falschen Stellen ein hochfrequentes Signal abtasten, dann können wir natürlich das ursprüngliche Signal nicht mehr rekonstruieren. Auch das werden wir gleich im Beispiel noch sehen. Und unser Ausgangsverstärker, der muss dann das Signal noch glätten. Das heißt, wenn Sie
zum Beispiel ein Signal generieren mit einer Abtastrate, mit einer Frequenz von 100 Hertz und Sie würden das ohne Glättung einfach aus den Ausgang geben, dann haben Sie ja diese Sprünge, das heißt, Sie haben 100 Mal in der Sekunde einen Sprung. Das führt natürlich im Spektrum des Signals dazu, dass das Signal an dieser Stelle extrem hochfrequent ist. Das wollen Sie aber nicht. Sie wollen ein glattes Ausgangssignal haben. Dafür haben Sie diesen Rekonstruktionsfilter. Hier nochmal als Beispiel. Wir haben das analoge Signal. Das analoge Signal ist in dem Fall ein Spannungsverlauf über die Zeit und dieses analoge Signal ist Zeit und Wert kontinuierlich. Das heißt, es kann sich in unendlich kleinen Zeitschritten verändern, es verändert sich permanent und der Wert kann sich auch kontinuierlich verändern. Wenn wir dieses Signal jetzt digitalisieren wollen, müssen wir die zwei Schritte machen, die ich schon angesprochen habe. Also zunächst müssen wir das Signal abtasten. Sie sehen also hier, es gibt hier die Abtastpunkte T0, T1, T2 und so weiter. Was Sie hier auch schon sehen, die sind äquidistant angeordnet. Das ist so üblich. Sie haben also irgendeine Samplingrate. Mit dieser Samplingrate tasten Sie Ihr Signal ab. Und je höher die Samplingrate ist, desto besser können Sie natürlich auch hochfrequente Signalanteile erfassen. Das ist allerdings nicht Bestandteil dieser Vorlesung. Das ist dann das Abtasttheorem von Shannon und Nyquist, aber da werden Sie sich sicherlich in anderen Vorlesungen noch viel ausführlicher mit beschäftigen. Und jetzt sehen Sie hier die roten Punkte, das sind eben die gemessenen Punkte, an denen wir abgetastet haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier sind, an diesem Punkt, dann würde unser Abtasthalteglied entsprechend diesen Wert hier halten für die Dauer von diesem Zeitschritt hier. Und das sieht dann so aus. Was Sie also hier jetzt sehen als rote Kurve ist der Verlauf von unserem Abtasthalteglied, was unser Abtasthalteglied entsprechend weitergibt an den danach folgenden Teil der Schaltung. Und jetzt sind wir zeitdiskret, aber immer noch wertkontinuierlich. Jetzt müssen wir die Werte auch noch quantisieren und das macht unser AD-Wandler. Der AD-Wandler, der tastet also unser Signal ab, hat auch entsprechend eine Auflösung. Sie sehen, das ist jetzt hier auch äquidistant eingezeichnet. Da kann man sich natürlich verschiedene Kodierungen überlegen oder verschiedene Arten, wie so ein AD-Wandler arbeiten kann. Man kann das eben äquidistant machen, linear, aber unter Umständen macht es natürlich auch Sinn, einen AD-Wandler zu haben, der eben eine andere Kennlinie hat, der zum Beispiel exponentiell arbeitet. Und hier sehen Sie, das ist dann die Ausgabe letztendlich unseres AD-Wandlers. Und hier links sehen Sie die binäre Repräsentation des gemessenen Werts. Das heißt, Sie haben 0000, das ist eben die kleinstmögliche Ausgabe Ihres AD-Wandlers. Und irgendwo hier oben, das ist nicht eingezeichnet, haben Sie dann auch 1111. Das wäre der maximale Wert, den Ihr AD-Wandler ausgeben kann. Frage? Habe ich gerade... Okay, keine Frage, habe ich mich verhört. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir das Ganze im Binären darstellen können. Wir gehen also jetzt von einem binären Signal aus und dieses binäre Signal, das hat zwei mögliche Werte, 0 und 1. Und diese beiden binären Werte, die müssen wir für die technische Realisierung unserer Schaltung auf tatsächliche Spannungspegel abbilden. Wie können wir das machen? Ganz einfach, wir definieren uns einfach ein Intervall, das steht für Low, das steht für die Null und wir definieren uns ein Spannungsintervall, das steht für High. Wir benutzen deshalb Intervalle, weil wir natürlich, wenn wir mit diesen Spannungen dann irgendetwas durchführen, diese Spannungen sich unter Umständen ein bisschen abschwächen, zum Beispiel durch Leitungskapazitäten oder durch Leitungswiderstände und wir deshalb das Signal in einem gewissen Intervall betrachten müssen und entsprechend auch requantisieren müssen. Das heißt, wir müssen das Signal dann, irgendwo haben wir dann einen Verstärker, der schaut eben, ist es eine 0 oder eine 1 und gibt wieder das Signal verstärkt als eindeutigen Spannungspegel aus. Und zwischen diesen beiden Intervallen haben wir einen undefinierten Bereich, einfach als Sicherheitspuffer, damit wir nicht aus Versehen irgendwann mal aus dem Intervall herausrutschen und plötzlich die binäre Repräsentation des Ganzen dann kippt. Und welche Spannungspegel Sie tatsächlich verwenden, hängt von Ihrer Technik ab, wie Sie das Ganze implementieren wollen.
Sie sehen hier zwei Beispiele, also hier zum Beispiel TTL, das ist Transistorlogik. Da können Sie zum Beispiel sagen, Ihr Low-Bereich ist eben von 0 bis 0,8 Volt und Ihr High-Bereich ist von 2 bis 5 Volt. Aber grundsätzlich sind Sie natürlich bestrebt, immer mit möglichst niedrigen Spannungen zu arbeiten, weil je höher die Spannung, desto höher sind ja auch die Verluste letztendlich, die Sie dann in Ihrer Schaltung auch zu Wärme umsetzen. Aber natürlich gibt es auch technische Untergrenzen. Sie können also nicht die Spannung beliebig weit absenken, weil dann auch die Transistoren zum Beispiel langsamer schalten. Aber das sind alles Dinge, mit denen wir uns noch beschäftigen werden, eigentlich das ganze Wintersemester über. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir Schaltnetze formal definieren können. Das heißt, wir haben jetzt diese binäre Repräsentation kennengelernt, wie wir mit analogen Signalen in die binäre Domäne wechseln können und diese Signale dort repräsentieren können. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir mit binären Informationen, die wir haben, arbeiten können. Und da fangen wir zunächst mal mit der Boolschen Algebra an. Die Boolsche Algebra ist also ein algebraisches Konstrukt, was wesentlich älter ist als jeder Computer, was aber nichtsdestotrotz eine sehr wichtige Grundlage ist, um logische Operationen zu definieren, mit denen wir binäre Berechnungen durchführen können. Und Sie sehen hier, der Herr Boole, George Boole, der hat diese Boolsche Algebra entwickelt und zunächst beschrieben, hier in seinem Hauptwerk 1854. Und ansonsten hat er als Lehrer gearbeitet. Mehr kann ich zu der Biografie wahrscheinlich auch gar nicht sagen an dieser Stelle. Aber wenn Sie da Interesse haben, können Sie sicherlich auch auf Wikipedia noch viel mehr biografische Informationen hier finden über den Herrn Boole. Und wie wird das Ganze formal definiert? Keine Sorge, jetzt nicht erschrecken, weil mal eine Definition kommt. Wir haben also eine Menge. Diese Menge kann zunächst beliebig viele Elemente haben. Wir werden uns später dann auf binäre Boolsche Algebren festlegen. Das heißt, dort haben wir nur zwei Elemente. Das ist eben dann unser High und unser Low. Aber zunächst kann sie mal beliebig viele Elemente haben. Und dann haben wir zwei zweistellige Operationen. Die sehen Sie hier. Und zwei zweistellige Operationen, das bedeutet, diese beiden Operationen, die nehmen jeweils zwei Elemente der Menge und verknüpfen die zu einem neuen Element. Und dieses neue Element muss auch aus der Menge sein. Das ist eben die Abgeschlossenheit. Und weiterhin, über diese Definition hinaus, benötigen wir noch die sogenannten Huntingtonschen Axiome. Und die Huntingtonschen Axiome, das sind insgesamt vier, die kommen jetzt. Also zunächst nochmal die Abgeschlossenheit, das ist eigentlich kein Huntingtonschens Axiom, das stand ja gerade schon in unserer Definition drin. Für alle AB aus V gilt, die AB verknüpft mit unseren beiden Operatoren, müssen entsprechend wieder in V sein. Dann haben wir die Kommutativgesetze. Wir können also bei beiden Operatoren, die wir haben, bei beiden Operationen können wir unsere Operanden vertauschen, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Sollte allgemein bekannt sein, was das Kommutativgesetz eben darstellt. Wir haben die Distributivgesetze. Wir können also hier, wenn wir diesen Ausdruck haben, können wir die Auswertungsreihenfolge der Operatoren verändern. Wir können das ausklammern. Funktioniert auch für beide Operatoren. Wir haben neutrale Elemente. Das bedeutet, es gibt zwei Elemente, E und N, und mit diesen beiden Elementen gilt für unsere beiden Operationen, dass unser ursprüngliches Element, wenn wir etwas damit verknüpfen, erhalten bleibt. Wenn wir also hier A verknüpfen mit unserem E, das E können Sie sich vielleicht schon denken, das steht für 1, also für 1 Element, dann kommt wieder A raus, und wenn wir hier A mit N verknüpfen, mit unserem Null-Element, dann kommt auch wieder A raus. Und diese neutralen Elemente, also es steht hier nur, es existieren zwei Elemente, also jeweils eins pro Operation, die sind auch eindeutig. Das kann man beweisen, das werden wir gleich beweisen, warum diese Elemente eindeutig sein müssen. Das ist nicht Bestandteil der Definition, das folgt schon allein aus diesen Huntingtonschen Axiomen. Und unser letztes Huntingtonsches Axiom, inverse Elemente. Wir haben bezüglich unserer beiden Operationen jeweils ein inverses Element. Das bezeichnet man allgemein einfach als A'. Und wenn wir unser A mit diesem A' verknüpfen, dann kommt entsprechend hier das Null-Element raus. Bei unserer einen Operation und bei der anderen Operation kommt das
an ein Element raus. Das heißt, es kommt immer, Sie sehen das, es kommt hier immer das jeweilige neutrale Element der anderen Operation heraus. Genau. Dann möchte ich Ihnen jetzt zeigen, warum das 1-Element eindeutig sein muss. Warum kann es, also unser E, warum kann es nicht zwei 1-Elemente geben? Der Beweis ist sehr einfach, das werden Sie gleich sehen. Der Beweis funktioniert so, dass wir annehmen, es gibt, wir kennen zwei 1-Elemente und dann zeigen wir mit unseren Huntingtonschen Axiomen, dass diese beiden 1-Elemente identisch sein müssen. Wenn wir das gezeigt haben, also wenn wir gezeigt haben, dass wenn es zwei gibt, dass sie identisch sind, dann haben wir gezeigt, dass es letztendlich nur ein 1-Element gibt. Und das sagen wir, E1 und E2 seien 1-Elemente. Jetzt benutzen wir unsere Definition, also dann gilt. Doppelpunkt. A verknüpft mit E1 ist wieder A, denn E1 ist ja das 1-Element. Das ist also hier unser Huntingtonsches Axiom Nummer 3. Und das gilt auch für A gleich E2. Das heißt, E2 verknüpft mit E1 ist E2. So, ich habe hier einfach eingesetzt. Ich habe einfach E2 eingesetzt. Also wenn es für alle A gilt, dann muss es natürlich auch für E2 gelten. Das ist unser Term 1. Und analog gilt, A verknüpft mit E2 ist A, wieder Huntingtons Axiom Nummer 3, auch für A gleich E1. Das heißt, E1 verknüpft mit E2 ist E1. So, und jetzt, was machen wir als nächstes? E2 verknüpft mit E1 ist gleich E1, also das ist unser 2, verknüpft mit E2, das ist unser Kommutativgesetz, also H1, Kommutativgesetz. Das heißt, wenn wir aber wissen, E2 verknüpft mit E1 und E1 verknüpft mit E2 sind gleich, dann folgt aus 1 und 2, dass E2 gleich E1 ist. So, wir haben also gezeigt, wir haben zwei unterschiedliche 1-Elemente und unter Anwendung des Kommutativgesetzes, also unter Anwendung von H1 und H3, folgt, dass diese beiden 1-Elemente identisch sein müssen. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, dass das Null-Element auch eindeutig ist. Das folgt eigentlich vollkommen analog, aber der Vollständigkeit halber werde ich es mal hinschreiben. Sie können ja mal ein bisschen mitdenken, ob Sie den Beweis auch selber hinkriegen würden. Also jetzt die Eindeutigkeit des Null-Elements. Und hier gehen wir wieder davon aus, N1 und N2 seien Nullelemente.
Und im Folgenden werden wir jetzt wieder zeigen, dass wenn N1 und N2 Nullelemente sind, gemäß der Definition N1 und N2 identisch sein müssen. Dann gilt, N1 ist A. Wir verwenden jetzt also hier, letztendlich machen wir das gleiche wie eben, nur dass wir die andere Operation verwenden, mit unserem Null-Element statt mit dem 1-Element. Und das gilt auch für A gleich N1, oder in dem Fall N2 spielt keine Rolle. Das heißt, und dann haben wir mit dem Kommutativgesetz, können wir wieder sagen, unsere beiden Nullelemente müssen identisch sein. Okay. Jetzt habe ich noch eine zusätzliche interessante Eigenschaft. Wir haben uns also jetzt mit dem dritten Huntingtonschen Axiom beschäftigt und wir haben bewiesen, dass die 1 und die 0 Elemente eindeutig sein müssen. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für Sie. Wir beweisen noch, dass das inverse Element auch eindeutig ist. Also unser inverses Element wurde ja definiert im vierten Huntingtonschen Axiom in H4. Und wir können bislang keine Aussage darüber treffen, ob es eindeutig ist. Also es folgt nicht aus dem, was wir bisher gesehen haben, folgt es nicht trivialerweise. Das müssen wir also auch noch beweisen. Eindeutigkeit des inversen Elements. Und wieder nehmen wir an, es gibt zwei inverse Elemente. Also gegeben ein Element A, nehmen wir an, es gibt zwei inverse Elemente, A1' und A2'. Und die seien beide inverse inverse Elemente zu A. Und jetzt setzen wir einfach in unsere Definition ein. Damit folgt, also damit folgt nach Huntingtonschen Axiom Nummer 4 unsere Definition. Ich schreibe es einfach nochmal hin. Und was machen wir als nächstes? Jetzt wenden wir das Distributivgesetz an. Also, wir setzen ein, unser Distributivgesetz einsetzen in H2, das ist unser Distributivgesetz. Das heißt, wir nehmen einfach unser Distributivgesetz und setzen jetzt hier ein. Das dürfen wir ja. Unser Distributivgesetz ist ein Axiom, das heißt, das Distributivgesetz ist immer gültig. Das heißt, wir können das Distributivgesetz nehmen, irgendwelche Werte einsetzen und haben einen gültigen Term dastehen. Und das machen wir jetzt.
Und jetzt das Distributivgesetz. Hier haben wir also dann das ist hier dann A1' verknüpft mit A. Und hier haben wir nochmal A1'. Okay. Können Sie das alle nachvollziehen? Das ist einfach das Distributivgesetz. Ich habe also hier, links habe ich was stehen und ich habe hier entsprechend das Ganze eingeklammert, sozusagen. Das heißt, ich verknüpfe das mit dem und verknüpfe das mit dem. Und jetzt kommt die Preisfrage, wie hilft uns das weiter? Naja, wenn wir uns jetzt diesen Term hier anschauen, dann können wir sagen, hier, das ist gemäß unserer Definition von H3 immer E. Also ich schreibe mir hin H3. Also wir verknüpfen A mit dem inversen Element. Das heißt, es kommt hier das 1-Element raus. Und das hier, das ist das 0-Element. Folgt auch direkt nach H3, also folgt direkt aus unserem aus unserer Definition des Nullelements. Und jetzt schreiben wir das Ganze nochmal hin. Dann haben wir also hier stehen E ist und jetzt können wir wiederum die Definition des 1- und des 0-Elements anwenden. Das heißt, hier können wir das 1-Element weglassen und hier können wir das 0-Element weglassen. Und Sie sehen, was wir erreicht haben. Wir haben also jetzt gesagt, A1, also unser erstes inverses Element, ist gleich der konjunktiven Verknüpfung beider inverser Elemente. Und jetzt schreibe mal hier vielleicht, oder vielleicht schreibe ich auf der nächsten Folie besser weiter, sonst weiß hinterher keiner mehr, wie hier die Reihenfolge war. Jetzt muss ich erst hier klicken. So, genau. Vollkommen analog, wenn Sie das Distributivgesetz, wenn Sie anders einsetzen, ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal alles vorrechnen, das können Sie einfach sehen. Vollkommen analog folgt auch A2 ist A2, also das inverse Element, das zweite inverse Element verknüpft mit dem ersten inversen Element. Und wenn wir das jetzt gleichsetzen, gehen wir vielleicht nochmal zurück. Also hier, sagen wir mal, das ist unsere erste Gleichung, das ist unsere zweite Gleichung und dann aus 1 und 2 folgt mit unserem Kommutativgesetz, also mit H1, Kommutativ, dass die beiden inversen Elemente identisch sein müssen. So, ich weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen dröge, sich diese Beweise anzuschauen, aber es ist natürlich wichtig, dass ich Ihnen das zeige, wie man so etwas beweist, dass Sie das Ganze auch verstehen. Also Sie müssen wirklich verstehen, dass diese Eindeutigkeit der 1, 0 und inversen Elemente, die fällt nicht vom Himmel, die ist auch nicht Bestandteil der Definition, sondern die folgt schon aus diesem eigentlich doch sehr überschaubaren und einfachen Satz an Axiomen, mit dem wir unsere Algebra aufgebaut haben. Und was ich Ihnen jetzt als nächstes zeigen möchte, ist die sogenannte Mengenalgebra, die mit der Boolschen Algebra zusammenhängt. Das heißt, die Mengenalgebra können wir als ein Beispiel für eine Boolsche Algebra interpretieren. Die Mengenalgebra kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Schule, kann man also sehr anschaulich darstellen, zum Beispiel durch diese Venn-Diagramme. Das heißt,
Sie haben hier einen Raum, der Raum ist unterteilt in verschiedene Mengen, also in dem Fall hier zum Beispiel A und B. Und durch die geometrischen Flächen in dem Raum, wo sich die Mengen überschneiden zum Beispiel, können Sie dann die Operatoren der Mengenalgebra darstellen. Und im Wesentlichen haben Sie hier die folgenden Konstrukte. Sie haben also einmal eine Grundmenge. Die Grundmenge besteht in dem Beispiel zum Beispiel aus A und B. Und Ihre Potenzmenge der Grundmenge, die stellt dann die möglichen Bestandteile von V, also von ihrer Menge der Boolschen Algebra dar. Das wären also in dem Fall vier Elemente. Also diese Fläche hier außerhalb, diese Fläche in A, diese Fläche in B und der Bereich, wo sich A und B überschneiden. Und dann haben Sie die Operatoren definiert. Sie haben die Vereinigung definiert, also diesen Operator kennen Sie sicherlich. Sie haben den Schnitt zweier Mengen definiert. Sie haben die leere Menge definiert, Sie haben die Grundmenge definiert, das ist in dem Fall eben A und B, und Sie haben auch die Komplementmenge. Und auch die Komplementmenge können Sie eben grafisch, wie Sie hier unten sehen, zum Beispiel sehr anschaulich darstellen. Und wenn Sie sich das mal anschauen, was wir haben, dann sehen Sie, für alles davon gibt es eine exakte Entsprechung in der Boolschen Algebra. Das heißt, wir können alles, was wir über die Boolsche Algebra schon wissen, jetzt anwenden auf die Mengenalgebra. Und hier sehen Sie das als Beispiel. Also zunächst müssen wir natürlich schauen, dass unsere Huntingtonschen Axiome auch für die Mengenalgebra gelten. Das ist relativ trivial in dem Fall. Also zum Beispiel die Vereinigung zweier Mengen muss eben wieder drin liegen in unserer Menge V. Und wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass V unsere Potenzmenge der Grundelemente ist, dann liegt natürlich jede Verknüpfung von zwei Elementen auch wieder da drin. Das Kommutativgesetz gilt auch, Distributivgesetz, neutrale Elemente haben wir. Also wenn wir den Schnitt bestimmen wollen, das neutrale Element bezüglich des Schnittes, das ist einfach unsere Potenzmenge. Das heißt, wenn wir irgendwas mit unserer Gesamtmenge M schneiden, dann erhalten wir immer die ursprüngliche Menge zurück. Und wenn wir das neutrale Element bezüglich der Vereinigung suchen, dann ist das die leere Menge. Also wenn wir irgendetwas vereinigen mit der leeren Menge, dann kommt immer unser ursprünglicher Operand wieder da raus. Und auch die inversen Elemente sind definiert. Das inverse Element bezüglich des Schnitts ist eben, das haben Sie ja hier unten in dem Venn-Diagramm schon gesehen, ist eben genau die entsprechende Komplementmenge, die dazu führt, dass unser Schnitt dann leer ist. Und wenn wir dieses inverse Element verwenden und die Vereinigung bestimmen mit dem ursprünglichen Element, dann haben wir letztendlich die Gesamtheit wieder, was hier rauskommt. Das heißt, auch das ist definiert. Und hier sehen Sie es nochmal im Überblick, das habe ich schon gesagt. Und wie gesagt, unsere Boolsche Algebra ist ein abstraktes algebraisches Konstrukt. Und wenn wir uns jetzt die Mengenalgebra anschauen, dann sehen wir in der Mengenalgebra ein konkretes Beispiel für eine Boolsche Algebra. Es gibt natürlich noch mehr. Und es gibt insbesondere noch die Schaltalgebra, die wir jetzt in den nächsten 5 Minuten wahrscheinlich sehen werden. Aber die Boolsche Algebra ist immer das abstrakte Konstrukt, mit dem sich alles hier abdecken lässt. Das heißt natürlich auch, dass alle Beweise, die wir führen können für die Boolsche Algebra, automatisch für alle Arten von Boolschen Algebren, die wir uns vorstellen können, gültig sind. Jetzt kommt die Schaltalgebra. Die Schaltalgebra ist das, was wahrscheinlich am interessantesten ist für uns hier in der Digitaltechnik. Und bei der Schaltalgebra repräsentieren wir, es handelt sich jetzt um eine binäre Boolsche Algebra. Das heißt, unsere Grundmenge besteht aus genau zwei Symbolen. Das ist in dem Fall eben 1 und 0. Man kann es auch Top und Bottom, also es gibt da ganz verschiedene Arten, wie man das bezeichnen kann. Und das sehen Sie hier. Wir haben also hier unsere Operation, die Sie wahrscheinlich schon kennen. Das ist unsere Disjunktion, das ist unsere Konjunktion. Unsere Grundmenge ist die 0 und die 1. Unser Null-Element ist immer die 0 und unser 1-Element ist immer die 1. Und unser inverses Element bezeichnen wir eben wie bisher als A'. Und jetzt können wir alles, was wir gelernt haben über die Boolsche Algebra, übertragen auf diese Schaltalgebra. Und ja, Sie sehen, es gibt hier noch eine besondere Schreibweise.
können Sie verwenden, müssen Sie nicht. Ich würde ehrlich gesagt bei diesen Symbolen bleiben. So, wie können wir jetzt eine Verknüpfung darstellen? Wie können wir, wenn wir eine Funktion definiert haben, in dem Fall sind es, fangen wir mal mit unseren ganz einfachen Operatoren da, wie können wir die darstellen? Grundsätzlich können wir die natürlich algebraisch darstellen. Wir können allerdings nicht jeden Operator algebraisch darstellen, denn in unserer algebraischen Darstellung müssen wir wiederum Operatoren verwenden. Das heißt, es gibt ein paar Operatoren, die müssen wir einfach mit Hilfe einer Wertetabelle oder einer Funktionstabelle definieren und dann können wir diese Operatoren verwenden, um hinterher beliebige Funktionen damit darzustellen. Das bezeichnet man als Operatorensystem. Das heißt, diese drei Operatoren, die wir hier haben, also Konjunktion, Disjunktion und Negation, die bilden zusammen ein vollständiges Operatorensystem. Streng genommen brauchen Sie sogar nur zwei davon, also es würde reichen, wenn Sie Konjunktion und Negation zum Beispiel nehmen oder Disjunktion und Negation. Das können wir auch noch gleich sehen mit Hilfe des De Morganschen Gesetzes. Und die Huntingtonschen Axiome hier nochmal eingesetzt, das ist, denke ich, Ihnen allen jetzt schon klar. Und aus den Huntingtonschen Axiomen können wir noch weitere Gesetze ableiten. Also zum Beispiel unser Assoziativgesetz. Wir können also hier die Auswertungsreihenfolge bei so einem Term, bei so einer Konjunktion, die aus drei Variablen besteht, können wir die Auswertungsreihenfolge verändern, ohne dass das eine Auswirkung hat auf das Ergebnis. Das folgt direkt aus den Huntingtonschen Axiomen. Können Sie also mal versuchen zu beweisen. Ist eigentlich ziemlich einfach. Alternativ können Sie natürlich, wenn Sie sowas hier beweisen wollen, das auch einfach mit Hilfe einer Wertetabelle beweisen. Das heißt, Sie schreiben einfach eine Wertetabelle hin mit 8 Zeilen, also die 8 Zeilen mit den möglichen Belegungen für A, B und C. Und dann machen Sie in Ihrer Tabelle eine Spalte für diesen Ausdruck und eine Spalte für diesen Ausdruck. Und wenn Sie dann feststellen, dass am Ende in jeder Zeile diese beiden Spalten identisch sind, dann haben Sie bewiesen, dass diese beiden Ausdrücke gleich sind. Das geht also auch immer. Das ist allerdings kein schaltalgebraischer Beweis. An der Stelle möchte ich schon mal darauf hinweisen, wenn also auf dem Übungsblatt gefragt ist, nach einem Beweis mit Hilfe der Regeln der Schaltalgebra, dann wollen wir wirklich schaltalgebraische Umformungen sehen und dann nicht einfach eine Wertetabelle, was natürlich für längere Konstrukte auch vollkommen unmöglich ist. Wenn Sie also 8 Variablen haben, dann hätte Ihre Wertetabelle schon 256 Zeilen, dann wird das sehr schnell unmöglich, das wirklich explizit auszurechnen. Dann haben wir die Idempotenzgesetze, die Absorptionsgesetze und das De Morganschen Gesetz. Und das De Morganschen Gesetz ist besonders interessant, das kommt also sehr oft zum Einsatz. Und mit dem De Morganschen Gesetz können Sie auch schon sehen, warum es eben reicht, wenn wir in unserem Operatorensystem die Konjunktion oder die Disjunktion haben. Denn wir können hier die Konjunktion zum Beispiel darstellen mit Hilfe der Disjunktion und der Negation. Das heißt, wenn wir diese Negation, die packen wir einfach auf die andere Seite und dann steht hier eben A konjugiert mit B ist die Konjunktion von nicht A oder nicht B. Das heißt, letztendlich brauchen wir nur einen der beiden Operatoren. So. Genau. Und das De Morganschen Gesetz, das möchte ich Ihnen jetzt noch beweisen. Und ja, ich denke, das mache ich jetzt noch. Wir möchten also zeigen, also Sie sehen hier oben nochmal das De Morganschen Gesetz, Sie sehen, was wir beweisen wollen. Und um das zu beweisen, zeigen wir, dass nicht A oder nicht B das Komplementelement ist von A und B. Das heißt, hier ist ja das Komplementzeichen, wir zeigen also, dass das hier das Komplement ist von diesem Ausdruck hier. Und um das zu zeigen, müssen wir zeigen, dass die Gesetze, die für das Komplement gelten, erfüllt sind. Das heißt, ein Element disjungiert mit seinem Komplement ist immer das 1-Element und ein Wert konjugiert mit seinem Komplement ist immer das 0-Element. Das müssen wir jetzt zeigen. Wie machen wir das? Also auch wieder sehr einfach, wir setzen einfach ein. Ich denke, Sie merken schon, dass die Beweise, die wir hier, also Beweise in Anführungszeichen, die wir hier in der Vorlesung machen, vielleicht nicht ganz so komplex sind wie die Beweise, die Sie in anderen Vorlesungen sehen. Hoffentlich wissen Sie das auch zu schätzen. Jetzt setzen wir also einfach mal ein.
Und jetzt definieren wir uns einfach, also ich fange jetzt an hier mit unserem ersten Komplementgesetz. Wir wollen also zeigen, das hier, das ist ja dieser Ausdruck hier oben. Und vielleicht mache ich hier sogar einen Pfeil, dass das wirklich eindeutig ist. Und wir wollen zeigen, dass das 1 ist. Das heißt, wir rechnen das jetzt einfach aus. Ich definiere das hier mal als C, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird. Und dann haben wir hier A konjugiert B, disjungiert C. Und jetzt wenden wir das Distributivgesetz an. A oder C und B oder C. Und jetzt können wir hier unsere Definition einsetzen von C. Das heißt, wir ersetzen C wieder durch die Definition von C. Dann haben wir hier also A oder nicht A oder B. Und B oder nicht A oder B. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich hier nicht so schnell schreiben kann wie auf Papier, aber es ist auf dem, Sie würden es merken, wenn Sie hier oben stehen, es ist doch was anderes, mit diesem Stift auf diesem Tablet hier zu schreiben. Und was können wir jetzt sehen? Also hier haben wir A oder nicht A. A oder nicht A ist immer 1. Das ist die Definition einfach, können wir einsetzen. Und hier haben wir B oder nicht B. Das ist auch immer 1. Das heißt, letztendlich steht dann hier, schreiben wir es mal hier weiter, 1 oder nicht B und 1 oder nicht A. 1 oder irgendwas ist immer 1, das heißt, es steht hier 1 und 1. Das ist also 1. So, also, wir haben das erste Komplementgesetz gezeigt. Das erste Komplementgesetz ist erfüllt für unsere Aussage. Und jetzt müssen wir noch das zweite Komplementgesetz zeigen. Das machen wir vielleicht mal hier. Da haben wir also A und B. Und nicht A oder nicht B. Und wieder definieren wir uns das hier, definieren wir einfach mal als C. Und jetzt schreiben wir das hin. Jetzt kommt wieder unser Distributivgesetz hier zum Einsatz. Und wieder setzen wir unser C ein, also die Definition, unsere Substitution machen wir jetzt hier rückgängig. Dann haben wir hier also A und B und nicht A oder A und B und nicht B. So, wenn man kurz scharf hinzieht, dann sieht man, hier steht A und nicht A im gleichen Term. Das ist also immer 0. Und hier steht B und nicht B im gleichen Term. Das ist auch immer 0. Das heißt, letztendlich steht dann hier B und 0 oder A und 0. Und dann haben wir hier 0 oder 0. Und 0 oder 0 ist immer 0. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben gezeigt, unsere beiden Komplementgesetze, die sind beide erfüllt. Jetzt muss ich für das hier klicken. Genau, so. Und jetzt möchte ich zum Schluss in den letzten 5 Minuten Ihnen noch kurz zeigen, wie man das Ganze dann auf Schalter oder wie man das Ganze letztendlich mit Schaltern darstellen kann. Wir sehen also hier nochmal als Ausgangslage, das ist das, was wir eigentlich machen möchten. Das ist das Ziel bei einem Schaltnetz. Wir haben hier eine Verknüpfung, eine logische Verknüpfung, das ist unser Schaltnetz. Das ist momentan noch eine Blackbox. Und, okay, jetzt hat der Presenter den Geist aufgegeben.
Ich glaube, für die letzten 5 Minuten geht es auch ohne Presenter. Wir sehen hier die Eingänge zu unserem Schaltnetz und die Ausgänge und wir sehen unsere Signaldarstellung. Und womit wir uns jetzt beschäftigen werden, eigentlich die ganzen nächsten Vorlesungen, das ist die Frage, was passiert hier drin, was passiert in dieser Blackbox? Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch an mit unseren Schaltern. Wir können also hier das Ganze repräsentieren als Schalter. Diese Schalter, das sind, ich glaube, da greife ich nicht zu weit vorweg, das sind natürlich später dann die Transistoren. Und diese Schalter, die können auf oder zu sein, das heißt entweder sie schließen den Stromkreis, sie leiten den Strom oder sie schließen den Stromkreis nicht. Und als Grundoperation, also unsere beiden Operationen der Algebra, definieren wir uns diese beiden Operationen. Wir haben also die Operation Serienschaltung, Seriellschaltung und wir haben die Operation Parallelschaltung. Und aus diesen beiden Operationen können wir jetzt komplexere Schaltungen aufbauen. Zunächst die Abgeschlossenheit. Klar, wir legen entweder einen Low- oder einen High-Pegel an unsere Ausgang und abhängig davon, ob die Schalter geschlossen sind oder nicht, liegt dann der Low- oder der High-Pegel am Ausgang an. Und die Kommutativgesetze. Die beiden Operationen. Jetzt müssen wir also zunächst glaubhaft machen, dass unsere Huntingtonschen Axiome hier gelten. Wir können bei diesen Schaltern die Reihenfolge vertauschen. Ich denke, Sie sehen es ein, es hat keine Auswirkung auf unser Ergebnis am Ausgang. Das Distributivgesetz gilt auch. Das Distributivgesetz erfordert allerdings, dass wir, wenn wir das Ganze hier aufsplitten, diese beiden Schalter koppeln. Das heißt, diese beiden Schalter, die werden immer zusammen angesteuert, hier auf der linken unteren Seite. Das heißt, die schalten entweder beide auf durch oder sie sperren beide. Neutrale Elemente gibt es auch. Das neutrale Element bezüglich der Serienschaltung ist einfach eine dauernde Verbindung, also einfach letztendlich ein Stück Draht, wenn Sie so wollen. Und das neutrale Element bezüglich unserer Parallelschaltung ist eine dauernde Unterbrechung. Das heißt einfach ein Schalter letztendlich, der immer offen ist. Das heißt eine Stelle, die niemals den Strom leitet. Und analog gibt es auch 1-Elemente. Achso, die sind gar nicht auf der Folie, aber ich denke, die 1-Elemente sind auch trivial, das war gerade Unsinn. Gehen wir mal weiter auf die nächste Folie. Also, wie würden Sie das 1 und das 0-Element definieren? Das 1-Element ist letztendlich der High-Spannungspegel und das 0-Element ist Ihr Low-Spannungspegel. Das ist einfach unsere Definition. Jetzt die inversen Elemente. Für die inversen Elemente benötigen wir einen Komplementschalter, das heißt ein Schalter, der mit einem anderen Schalter gekoppelt ist und immer das Gegenteil macht von diesem anderen Schalter. Und wenn wir diesen Schalter haben, dann können wir das inverse Element bezüglich unserer Serienschaltung definieren. Das führt eben dazu, dass immer eine Unterbrechung entsteht, weil immer einer der beiden Schalter offen ist und nicht leitet. Und das inverse Element bezüglich unserer Parallelschaltung führt dazu, dass immer einer der Schalter den Strom leitet, also immer genau einer der beiden Schalter leitet. Das heißt, es wird immer durchgeschaltet. Voraussetzung hier natürlich, dass diese beiden Schalter genau gleichzeitig schalten immer. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und jetzt zum Abschluss möchte ich Ihnen nochmal in einer Minute rekapitulieren, was wir heute gesehen haben. Wir haben also uns zunächst mit der Boolschen Algebra beschäftigt und dann im Spezialfall mit binären Boolschen Algebren. Und dann haben wir verschiedene Algebren gesehen, die diese binäre Boolsche Algebra realisieren. Und wenn wir das Ganze als Baum darstellen wollen, dann sieht es so aus. Das ist also das, womit wir uns heute beschäftigt haben. Hier ganz oben sehen Sie das abstrakte Konstrukt der Boolschen Algebra. Dann haben wir die Mengenalgebra kennengelernt als eine reale Implementierung einer Boolschen Algebra. Wir haben zusätzlich den Spezialfall der Binär-Boolschen Algebra kennengelernt, bei der eben die Menge genau aus 2 Elementen besteht. Es gibt dann noch hier die binäre Mengenalgebra, die habe ich Ihnen heute jetzt nicht gesondert gezeigt. Und als Spezialfall oder als Implementierung einer Binär-Boolschen Algebra haben wir dann die Schaltalgebra kennengelernt. Und die Schaltalgebra ist genau die Art von
Buche Algebra, mit der Sie sich in Zukunft auch hier noch sehr intensiv beschäftigen werden, natürlich auch auf den Übungsblättern. Zusätzlich gibt es aber auch noch die Aussagenlogik, das heißt, Sie können auch Aussagen der Aussagenlogik auch als Buche Algebra interpretieren. Da haben Sie dann eben die sogenannten Wahrheitswerte. Sie haben also eine Menge, die besteht aus zwei Elementen, nämlich wahr und falsch, das sind Ihre Wahrheitswerte. Und diese Wahrheitswerte können Sie mit den Operatoren und oder, entsprechend also der Konjunktion und der Disjunktion, dann verknüpfen. Genau. Ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und am nächsten Montag geht es dann bei Professor Hanebeck wieder weiter.